Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir wollen uns mein Fun-Cup-Ergebnis anschauen, meine Saisonbilanz anschauen und nachher noch so ein bisschen auf meine Kanaldiskussion eingehen. Da ist eine witzige Nachricht gekommen, darauf werde ich gleich noch ein bisschen eingehen. Erstmal das Ergebnis im Prater-Turnier. Nach langer Zeit konnte ich mich endlich nochmal durchsetzen und die 22. Auflage des Prater-Turniers gewinnen. Ein spannendes Finale gegen den einzigen Aktiven aus meiner Gruppenphase, also drei inaktive Vereine gab es da, weshalb wir quasi schon sicher durch waren. Und er hat leider 1:0 verloren und ich konnte mich glücklicherweise 1:0 durchsetzen. Beide Vereine hatten nur eine Torchance und da war ich natürlich klar im Vorteil. Mein 15er Stürmer konnte die Chance nutzen und sein 8er rechter Mittelfeldspieler hat seine einzige Chance vergeben. Also 1:0 hier im Finale. Es war ein relativ kleines Turnier mit nur 20 Teilnehmern. Letzte Saison gab es 40 Teilnehmer und deswegen war es auch ein bisschen einfacher, sich hier durchzusetzen. Dann noch meine einfache Gruppenphase. Trotzdem bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass ich das Prater-Turnier endlich nochmal gewinnen konnte und somit den 6. Erfolg in diesem Turnier einfahren konnte. Jetzt schauen wir uns mal meine Saisonbilanz an. Meine Saisonbilanz beträgt 614 Millionen Euro. Vor zwei Tagen war sie noch etwas besser, und zwar um 10 Millionen Euro besser. Ich habe dann aber mein Stadion ausgebaut und das Ganze hat keinen wirklichen Grund. Das heißt, es ist jetzt nicht sinnvoll, ich werde dadurch keine Mehreinnahmen haben, aber ich möchte einfach auf jedem Server das gleiche Stadion haben. Dann brauche ich nur eine Excel-Tabelle für die Eintrittspreise und es ist relativ wenig Aufwand und deswegen war mir das Ganze auch diese 10 Millionen Euro wert, weil ich dann einfach extrem viel Zeit spare. Ich brauche nur einmal diese ganze Kalkulation. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, komm, das baust du jetzt noch aus und das Ganze war mir auf jeden Fall das Geld dann auch wert. Das heißt, die Saisonbilanz ist noch ein bisschen geschwächt worden und trotzdem ist es natürlich meine beste Saisonbilanz aller Zeiten hier auf dem Classic-Server. Jetzt biete ich noch einige Spiele an, die können die Saisonbilanz leider nicht mehr verbessern, die werden logischerweise dann in der neuen Saison wechseln und mal schauen, was da so passiert. So einen wirklichen Plan für die neue Saison habe ich noch nicht, denn ich weiß ja nicht, ob die Spieler wechseln werden oder nicht. Ich biete auch einige Stammspieler an. Das Ganze muss ich dann erst entscheiden, wenn ich weiß, wie meine Teamstärke nächste Saison so aussehen wird. Das war's mit dem heutigen Video. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in meine Kanaldiskussion rein. Und zwar schreibt Lukas Bambam, dass ich meinen Verein auf dem AT-Server nur aufgegeben habe, da ich dort so schlecht sei. Das Ganze stimmt natürlich nicht. Ich habe ihn ausgegeben, damit ich ein weiteres Projekt machen kann. Zum Zeitpunkt der Teamaufgabe hatte ich da über 700 Millionen Euro am Konto und ich hätte sicherlich noch angreifen können. Das Ganze war mir aber die Zeit nicht wert. Ich wollte einfach mich auf ein paar andere Sachen konzentrieren und deswegen habe ich meinen Verein dort aufgegeben. Jetzt schreibt er, dass er innerhalb von 16 Saisons dort die Champions League erreichen wird. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Er hat einen guten Verein dort. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Der Verein heißt, glaube ich, auch Lukas Bambam, bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat aber auf jeden Fall das gleiche Wappen. Ich habe mal reingeschaut, ich kann mich logischerweise dort nicht mehr einloggen, aber so auf den ersten Blick sah das wirklich gut aus, was er da macht. Ich akzeptiere jetzt einfach mal seine Herausforderung und werde mich auf dem AT-Server und nicht auf dem CH-Server anmelden. Auf welchen der beiden Server ist mir eigentlich auch vollkommen egal und werde da mal versuchen, schneller als er in die Champions League zu kommen. Natürlich nicht auf Teufel komm raus, sondern ich werde das Ganze natürlich auch nur mit fertigem Stadion versuchen. Und wir probieren das einfach mal aus. Also auf jeden Fall interessant, wenn Leute auch sowas mal schreiben, so ein bisschen kritikmäßig und so ein bisschen herausfordernd. Und deswegen habe ich Ihnen das Ganze jetzt hier auch mal geantwortet. Also, es wird auf jeden Fall ein Team auf dem AT-Server geben und auf jeden Fall nicht ein Team auf dem CH-Server geben. Das steht jetzt zu 100% fest. Und ich werde mich erst am 0. Spieltag am AT-Server anmelden. Vorher lohnt das eh nicht. Das heißt, ich werde jetzt noch bis zur neuen Saison warten. Das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich schon mal wieder für zwei neue Abonnenten. Jetzt sind wir schon bei 142. Freut mich, wenn das jetzt hier immer weiter wächst. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.